Geht es? Ja. Hallo, ich begrüße euch alle recht herzlich. Zuallererst natürlich Christian Lindner, den Bundesvorsitzenden der FDP und Fraktionsvorsitzenden im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Sie waren ja schon in den letzten Jahren mehrfach in Tübingen. Ich erinnere mich noch an den Unternehmensbesuch bei CureVac und auch in der Hermann-Heppe-Halle vor ein paar Jahren bei der FDP. Freut mich, dass Sie es jetzt auch an die Uni, an das Herzstück der Gesellschaft hier in Tübingen geschafft haben. So, dann begrüße ich noch Andreas Glück, Landtagsabgeordneten hier aus Baden-Württemberg. Ich begrüße Christopher Gohl, den Bundestagskandidaten hier im Wahlkreis Tübingen-Hechingen für die FDP. Ich begrüße Daniel Idelmann, Ortsvorsitzender in Hechingen und stellvertretender Kreisvorsitzender Neckar Alb. Ich begrüße Dr. Dina Morath, FDP-Kreisvorsitzende in Tübingen. Und ich begrüße schon mal vorab Oberbürgermeister Boris Palmer, der schon auf dem Weg hierher ist und und angeblich gegen 3 Uhr noch eintreffen soll. Dann begrüße ich auch noch recht herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Es freut mich, dass jemand von der FAZ heute hier ist, vom Schwäbischen Tagblatt. Kann ich auch mal erwähnen, auch vom Studentenmagazin Kupferblau und vom RTF. Vielen Dank, dass Sie so an unserer Veranstaltung interessiert sind. Und zu allerletzt natürlich euch Studenten hier. Es freut mich, dass hier in einem bisschen anderen Ambiente, mal in einem Hörsaal, so viele Studenten heute den Weg, obwohl es so heiß ist, hierher gefunden haben. Ich begrüße auch noch ganz herzlich Studenten aus anderen Universitäten. Wir haben hier ja einen sehr starken Landesverband in Baden-Württemberg und aus vielen anderen Universitäten sind auch Leute heute hierher gekommen, um Christian Lindner zuzuhören. Das freut mich auch. Geht's? Also hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Kira Scholler und ich bin Vorsitzende der liberalen Hochschulgruppe hier in Tübingen. Und ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid, obwohl es wirklich sehr warm draußen ist. Und aber ein Thema, das die Gemüter noch mehr erhitzt, ist Bildungs- und Hochschulpolitik. Ja, also man könnte stundenlang darüber diskutieren, wie wir die weltbeste Bildung hier in Deutschland gestalten wollen. Und heute habt ihr die Möglichkeit, mit Christian Lindner über dieses wichtige, aber doch streitbare Thema zu diskutieren. Christian Lindner ist Bundesvorsitzender der FDP und Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion in Nordrhein-Westfalen. Inwiefern müssen wir unsere derzeitige Bildung verbessern, sodass jeder und jede die Chance hat, sich frei zu entfalten? Wie bauen wir die Europäisierung und Globalisierung in unsere Bildungslandschaft mit ein? Wie möchten wir unsere Universitäten moderner gestalten? Eure Fragen sind keinerlei Grenzen gesetzt. Herr Lindner wird zuerst einen kurzen Impulsvortrag halten und danach seid ihr dran und könnt euch mit euren Fragen an Herrn Lindner wenden. Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche Diskussion und wünschen euch viel Spaß. Danke.
Bevor es losgeht, gibt es noch einen kleinen Hinweis hier von Johannes Dahlheimer. Johannes ist der Bundesvorsitzende der liberalen Hochschulgruppen. Ich begrüße dich recht herzlich hier im liberalen Stammland in Baden-Württemberg. Und aus aktuellem Anlass wird Johannes auch noch mal ein paar Worte an euch richten. Ja, erstmal möchte ich mich bedanken bei euch, dass ihr alle da seid. Ich meine, es ist heiß draußen, man kann auch vieles andere machen, aber ihr seid hierher gekommen, um euch Politik anzuhören, Christian Lindner zu sehen. Und natürlich herzlichen Dank an die liberale Hochschulgruppe hier vor Ort, dass ihr die Veranstaltung überhaupt organisiert habt. Nicht jede Universität lässt solche Veranstaltungen zu und nicht jeder AStA lässt das Ganze störungsfrei passieren, so wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und deswegen freue ich mich, dass alles hier noch so gesittet abgeht. Und für uns ist es wichtig, als LAG, als Bundesverband, aber auch als einzelne Ortsgruppen, dass wir an den Universitäten freie Meinungsbildung haben, dass wir einen offenen akademischen Diskurs haben, was eigentlich Politik bedeutet. Wir wollen keine Studierenden haben, die reine Fachidioten sind, die einfach nur ihren Studiengang lernen, sich nicht ansonsten um die Gesellschaft kümmern, sondern wir wollen euch heute eine Veranstaltung bieten, wo ihr selber eure Meinung bilden könnt, wo ihr selber kritisch nachfragen könnt bei Christian Lindner. Alles, was ihr auf der Seele habt, jede Kritik, die es durchaus manchmal an der FDP zu Recht oder zu Unrecht gibt, nachfragen könnt, euch das erklären lassen können. Von daher freue ich mich, dass ihr euch in diesem besonderen Jahr 2017 die Zeit genommen hat, euch auch selber zu bilden. Ich glaube, das macht uns als Universität, uns als Hochschulgruppe und euch als interessierte Mithörer aus. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid und ich freue mich jetzt auch auf einen kritischen Dialog, auf einen spannenden Dialog mit Christian Lindner und ja, dann können wir, glaube ich, anfangen. Kritik an der FDP sprechen müssen. Also, so auf Einladen zu kritischen Fragen, die natürlich willkommen sind, aber ich finde gegenwärtig gar nicht. Ja, das liegt nicht an mir. Also, das ist nur meine Erststimme, das muss in der Technik angeschaltet werden. Ja. Aber jetzt gleich, oder? Aha! Das ist die Zweitstimme von Christian Lindner. Ja. Ja, herzlichen Dank also an die Technik. Herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse, dass Sie gekommen sind. Insbesondere herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Das ist nicht selbstverständlich an Hochschulen. Also umso mehr. Tübingen unterscheidet sich zum Beispiel von Bochum. Wobei ich dann gelernt habe, ganz störungsfrei wird es nicht ablaufen, weil die Ein-Mann-Störgruppe Boris Palmer ja erwartet wird. Wobei wir kennen uns, der Boris Palmer und ich, ihm muss sagen, das ist ein guter Grüner, ja. Kein repräsentativer, aber ein guter Grüner. Und mit dem tausche ich mich gerne aus, vielleicht kommt er gleich noch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir führen jetzt in Deutschland einen Gerechtigkeitswahlkampf. Sie erinnern sich an Herrn Schulz. Das war ja sein Thema, Gerechtigkeitswahlkampf. Und in Deutschland geht es plötzlich wieder nur um Steuerpolitik und Umverteilung, nicht wahr? Reichensteuer, Millionärssteuer und so weiter und so fort. Und daran wird soziale Gerechtigkeit festgemacht. Das sind letztlich uralte Rezepte, ja, wie aus Frankreich. Du nimmst es den Reichen weg und gibst es dem Staat und dann ist die Gesellschaft gerechter. Das war François Hollandes Politik, über die jetzt in Deutschland auch gesprochen wird. Und wie war das Ergebnis in Frankreich? Herr Hollande kam ins Amt, hat die Steuern für die Reichen, sogenannten Reichen, erhöht. Am Ende lag die Wirtschaft in Trümmern und Gérard Depardieu ist Russe geworden. Und, aber das Land nicht gerechter, weil dann kam ja Herr Macron, der es mit einem anderen Ansatz versucht. Warum sage ich das? Weil in meinen Augen die entscheidende Gerechtigkeitsfrage eine ganz andere ist. Deutschland ist eine offene Gesellschaft. Keine Ständegesellschaft,
Gesellschaft, eine marktwirtschaftliche Ordnung mit fairem Wettbewerb. Aber es gibt eine Voraussetzung dafür, dass man etwas aus den abstrakten Chancen machen kann, nämlich Bildung. Das ist die Voraussetzung. Theoretisch wird auch kann auch die junge Türkin aus Köln-Korweiler oder aus Berlin-Marzahn Vorstandsvorsitzende von Daimler werden. Praktisch wird sie es nicht. Praktisch wird sie es nicht. An den deutschen Hochschulen studieren so wenig Menschen, deren Eltern nicht selbst schon Akademiker gewesen sind, wie kaum irgendwo sonst in der entwickelten Welt. Das heißt, die Herkunft aus dem Elternhaus prägt auch hier in diesem Hörsaal ganz entscheidend den Kreis der Teilnehmer dieser Veranstaltung. So, und deshalb, diese klassenkämpferischen Debatten über Umverteilung lösen überhaupt nichts an der Gerechtigkeitsfrage. Denn die eigentliche Gerechtigkeitsfrage ist die der Bildungsgerechtigkeit. Und in unserem Land gehen in jedem Jahr noch 50.000 junge Menschen von der Schule ab, ohne jeden Abschluss. Wer danach fragt, warum Einkommensunterschiede entstehen, da ist der Grund. Denn wenn du heute keinen Schulabschluss und keinen Beruf hast, dann ist dein Leben geprägt von der Abhängigkeit vom Staat, von Caritas oder maximal Mindestlohn. Die 50.000 Menschen, junge Menschen, die ohne Schulabschluss ins Leben entlassen werden, bei keinem von denen hieß es an der Wiege, du bist überflüssig, du kannst nichts, dich brauchen wir nicht. Mein Menschenbild sagt mir, jeder hat ein Talent, jeder kann irgendetwas beitragen. Und statt solcher klassenkämpferischer, altlinker Wahlkämpfe zu führen, sollten wir uns konkret im Alltag darum kümmern, diese 50.000 Talente in jedem Jahr auch zum Klingen zu bringen. Die Gerechtigkeitsfrage. Kurzer Exkurs. Dass es so viele Akademikerkinder sind, die selber Akademiker werden, zeigt ja eins. Die Gebührenfreiheit, die vollständige Gebührenfreiheit von Bildung, die hat keine Auswirkung auf die Durchlässigkeit der Gesellschaft. Denn wir haben gebührenfreies Studium in Deutschland gehabt und haben es immer noch. Und trotzdem haben wir einen so geringen Anteil von, in Anführungsstrichen, Arbeiterkindern. Die gehen vorher verloren. In der Kita, weil es keine vernünftige Sprachförderung gegeben hat. Später in der Schule gehen die verloren für eine akademische Perspektive oder eine hochqualifizierte Berufsausbildung. Weil der Unterricht ausfällt, also Standardlernprogramm noch nicht mal erbracht werden kann. In einer Akademikerfamilie wird das durch persönliche Zuwendung bei den Hausaufgaben ausgeglichen oder mit Geld für Nachhilfe. In den Familien ohne akademischen Hintergrund und Portemonnaie wird das nicht ausgeglichen. Und deshalb kommen die gar nicht in die Richtung, überhaupt eine Hochschulausbildung anzustreben, kommen gar nicht dahin, sich die Frage zu stellen, ob eine Studiengebühr mich abhalten könnte oder nicht. Nun zu meinem zweiten Gedanken, den ich ansprechen will. Ich mache das bewusst hier bei Ihnen. Abitur für alle ist kein sinnvolles gesellschaftliches Ziel und ich beobachte in Deutschland einen Trend zur Überakademisierung unserer Gesellschaft. Da wird ein Apfel mit einer Birne verglichen. Beispielsweise ist die Erzieherin in Deutschland Absolventin einer Fachschule. In Polen ist es eine Hochschulausbildung, die Inhalte sind aber vergleichbar. Und trotzdem orientieren wir uns mit abstrakten Quoten daran, wie viele Menschen eines Jahrgangs einen Studienabschluss erzielen sollen. An die Glück, ich glaube, in Baden-Württemberg ist Programm der Landesregierung, 50% oder 60% eines Jahrgangs sollen ein akademisches Studium absolvieren. Ja, freundliche Grüße. 50% bis 60% eines jeden Jahrgangs sollen ein akademisches Studium absolviert haben. Das geht nur, wenn großartige Talente für die Berufsausbildung sozusagen abgesahnt werden von den Hochschulen und in ein Studium gehen, in dem sie am Ende nicht erfolgreich und nicht glücklich werden. Und zugleich besteht die Gefahr, dass die Qualität des akademischen Studiums reduziert werden muss, um solche Quoten zu erreichen. Dadurch wird Deutschland nicht stärker,
Und dadurch haben wir auch nicht mehr gelingende Biografien. Übrigens gerade im Zeitalter der Digitalisierung nicht. In der Digitalisierung wird uns die Arbeit nicht ausgehen, aber sie wird sich verschieben. Der schlechte Jurist mit Hochschulausbildung, der in einer Versicherung standardmäßig Schadensfälle bearbeitet, der verliert seinen Arbeitsplatz, weil die autistische Inselbegabung einer künstlichen Intelligenz das günstiger und schneller machen kann als er. Der Stuckateurmeister, der qualitätsvolle Schreinermeister im Innenausbau, der für die IT-Freelancer, die viel Geld verdienen mit der Digitalisierung, das Haus hübsch macht, der wird gut verdienen und glücklich werden in seinem Beruf. Das heißt also, da verschiebt sich auch einiges, weshalb diese starke Fokussierung nur auf akademische Berufe für unser Land nicht nur einen Fachkräftemangel bedeuten kann, sondern auch individuell zu, ich will nicht sagen Sackgassen, das wollen wir nicht, aber doch zu schwierigen Problemen führen kann. Und deshalb meine ich, dass auch von der gesellschaftlichen Wertschätzung wir dazu übergehen müssen, zu sagen, der Meister ist für uns genauso viel wert wie ein Master. Und wir schauen nicht auf diejenigen herab, die keine akademische Ausbildung haben, sondern zollen ihnen auch Respekt für die Beiträge, die sie leisten. Und wer weiß, vielleicht wäre man selber auch in einem handwerklichen Beruf glücklicher geworden als in einem akademischen. Das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, weil es ja nicht nur politische Ziele sind, Stichwort hier die Quote in Baden-Württemberg, sondern weil das ja auch lange gelernte und gehegte Ressentiments und Vorurteile sind, die ganz hinten, ja, im Reptiliengehirn versteckt sind und so unbewusst nach oben gespült werden. Beispiel, mein Freund Cem Özdemir. Da lachen einige, das ist auch ein guter Grüner. Ernsthaft, ich will ihn auch jetzt gar nicht kritisieren, so hart persönlich, aber die Impression schildern nur in dem Zusammenhang, denn Cem Özdemir hat morgens ein Interview gegeben, Deutschlandfunk war das, glaube ich, und da sagte er einen bemerkenswerten Satz, er sagte nämlich, wenn meine Eltern mich nicht so gut gefördert hätten, wäre ich nicht Spitzenkandidat der Grünen geworden, sondern nur Kfz-Mechaniker. Wir müssen Familie Özdemir für diesen Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit dankbar sein. Ich hätte den Cem nicht gern an meine Bremsen gelassen. Aber was spricht aus diesem Satz? Ja? Dass er sich nicht so viel mit beruflicher Bildung beschäftigt, weil es seit Jahr und Tag Kfz-Mechatroniker heißt und nicht Kfz-Mechaniker. Vor allen Dingen aber, dass offensichtlich eine gescheiterte Biografie nicht ist, Spitzenkandidat der Grünen zu sein, sondern einen handwerklichen Beruf ergriffen zu haben. Und ich meine das gar nicht böse. Ich bin sicher, dass so ein gedanklicher Verholperer morgens um 7 beim Deutschlandfunk zu finden ist. Bei jeder Partei gibt es irgendwie wie sowas, jemand, der mal unbedacht sowas gesagt hat, denn die Verteilung von klugen und weniger klugen Leute, das ist in jeder Partei gleich. Das ist so die Gaußsche Normalverteilung. Also ist so. Ist nur immer die Frage, ja, wen Sie gerade wahrnehmen und hören. Ne? Also jedenfalls, ich will auf folgenden Punkt ja dabei hinaus. Deutschlands Stärke wird ausgemacht durch ein Band zwischen auf der einen Seite dem Ingenieur und seinem Patent und auf der anderen Seite den Facharbeitern, die aus dem Patent erst ein Produkt machen. Und wer einer der beiden Seiten den Respekt versagt, der hat nicht verstanden, worin das Modell Deutschland besteht. Beide Seiten haben den Respekt versagt. Ein dritter Gedanke, den ich vortragen will, Bildung zu modernisieren, das hat etwas auch mit den Bildungsinhalten und mit den Methoden zu tun. Und da dürfen wir uns in Deutschland noch mehr zutrauen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Eine Riesenchance bei der Didaktik, durch überlegene Methoden den Lernerfolg, das Lerntempo und die Lernfreude zu erhöhen,
Warum soll man beispielsweise Schüler zwingen, diesen schweren Dirke-Weltatlas zu schleppen, wenn es Google Maps oder Google Earth gibt? Und mir schrieb neulich ein Vater, sehr geehrter Herr Lindner, ich habe Ihnen jetzt mal den Dirke-Weltatlas meines Sohns geschaut, da gibt es die Sowjetunion noch. So, und dann sagt er, das hat mich nachdenklich gemacht, dann habe ich das Mathebuch geholt, da wird noch mit DM gerechnet. Also ich meine, Schülerinnen und Schüler, die müssen doch lernen, wie die Welt ist und sein wird und nicht so, wie sie mal war. Also da müssen wir moderner werden. Ist wahr? Ist wahr? Heißt das, ich darf auch ein Tablet nicht benutzen? Nee, kann nicht sein. Das heißt, angenommen in der Vorlesung, ich sitze hier mit meinem iPhone, hier vorne wird irgendwas, ist das eine Tafel? Da wird irgendwas angeschrieben mit Kreide, dann darf ich das nicht eben fotografieren? Nicht? Doch. Doch. Aber die Vorlesungen werden ja alle gestreamt online, ne? Und gespeichert, dass ich sie mir später anschauen kann, ne? Oder? Nicht? Und die Unterlagen sind zentral auf einer Cloud für die Uni Tübingen alle, ja? Kann man runterladen. Für Gäste gibt es hier WLAN, frei und schnell. Ja? Uneinheitlich, also offensichtlich sind die Anforderungen unterschiedlich, ja? Also diejenigen, die das mehr nutzen für Tinder, sind zufriedener als diejenigen, die wissenschaftliche Anwendungen machen. Also in Fragen der Digitalisierung in Schule und Hochschule geht viel, viel, viel mehr. Und das betrifft eben nicht nur die Inhalte, sondern auch die didaktischen Möglichkeiten, die technische Unterstützung und etwa die Frage, wie gehen wir mit online im Ausland erworbenen Studienleistungen um? Das ist eine Frage, die wir uns gerade in der nordrhein-westfälischen Landespolitik stellen. Sie wissen, es gibt diese offenen Massen-Online-Kurse der Ivy League-Hochschulen in den Vereinigten Staaten, Stanford zum Beispiel. Wenn ich daran teilnehme, gut abschließe, wie baue ich das eigentlich in mein Studium hier ein? Geht das? In NRW ging es bislang nicht. Wir wollen aber, dass das möglich ist, weil das eben auch dazu führt. Und übrigens wollen wir selber auch solche Kurse anbieten. Wir haben eine Fernuniversität in Hagen zum Beispiel, die arbeitet komplett mit Papier. Ja, ja klar, weil viele, die da studieren, sind Gefängnisinsassen. Und ernsthaft, das war eine Begründung, als ich das mal gefragt habe. Um das ging, die hätten ja keinen Online-Zugang. Und deshalb, also, wir können uns doch nicht selbst Fesseln anlegen. Ja, also, kann enorm viel passieren. Bei der Digitalisierung halte ich für einen Riesenschritt. Übrigens auch, was jetzt den praktischen Komfort im Alltag angeht. Nicht nur für Studierende, sondern auch darüber hinaus. Warum kann ich nicht ein polizeiliches Führungszeugnis, wenn ich es brauche für einen studentischen Nebenjob, wieso kann ich das nicht einfach online innerhalb von 2 Minuten als verschlüsseltes PDF runterladen irgendwo? Wieso geht das nicht? Warum muss ich, wenn ich umziehe und die neue Wohnung anmelden will, warum muss ich da persönlich auftreten und eine Nummer ziehen? Warum? In Nordrhein-Westfalen gibt es zumindest aber eine Sache jetzt, das BAföG, das kann online beantragt werden. Macht nur keiner, denn sie brauchen dafür den neuen Personalausweis. Inklusive dieses Lesegeräts. Darf ich mal fragen, wer hier den neuen Personalausweis inklusive Lesegerät hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nerds anwesend. 6 Nerds anwesend, aber sonst eben keiner. Und also BAföG-Haushalt heißt wenig Geld. Das Letzte, was man da kauft, ist für 50 oder 60 Euro ein Lesegerät für den neuen Personalausweis, oder? Also mal mitgedacht. Und was passiert jetzt? Die Studierenden tippen den BAföG-Antrag, füllen den online aus, drucken das Formular aus, schicken es per Post an die Behörde. Dort entfaltet ein Sachbearbeiter das Formular und gibt händisch die Daten in die Software ein.
Überall auf der Welt wird die Digitalisierung genutzt, um Bürokratie abzubauen. In Deutschland bringen wir es fertig, mit der Digitalisierung Bürokratie aufzubauen. Da sollten wir nicht drauf stolz sein, sondern das sollten wir ändern. Zweites Thema. Wir sind in meinem dritten Gedanken und da der zweite Aspekt, Inhalte und Methoden, Wirtschaft. Es findet in unserem Bildungssystem Schule, Hochschule zu wenig Wirtschaft statt. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen mal, nicht nur die BWLer dürfen hier klatschen. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen mal ein Schulfach Wirtschaft. Gibt es das in Baden-Württemberg? Ja, bei uns gab es das nicht. Manche hier schütteln mit dem Kopf, also offensichtlich unterschiedlich. Wir hatten ein Schulfach Wirtschaft an Realschulen als Modellprojekt. Dann kamen die Grünen ran und haben das als erstes abgeschafft. Warum? Schule ist kein Zulieferbetrieb für die Wirtschaft. War die Begründung. Doch. Doch, zumindest ist ökonomischer Analphabetismus kein Bildungsziel. Natürlich ist Schule ein Zulieferbetrieb für das Leben. Und zum Leben gehört die Wirtschaft. Und du musst etwas über wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen als Staatsbürger, weil du sonst nicht vernünftig wählen kannst. Du musst etwas wissen über deine Rechte als Arbeitnehmer. Du musst wissen, wie Angebot und Nachfrage Preise zustande bringen als Verbraucher. Und vielleicht wird sogar mancher sensibilisiert dafür, dass es jenseits des Daseins als Angestellter auch die Möglichkeit gibt, eine eigene berufliche Existenz zu gründen. Man kann sich doch nicht damit zufrieden geben, dass junge Menschen die Schule verlassen und ein Gedicht in zwei Sprachen interpretieren können, aber dass sie nicht wissen, was sie tun, wenn sie ihren Arbeitsvertrag oder Mietvertrag unterschreiben. Das ist doch eine zivilisatorische Mitgift, die man braucht. Wir führen jetzt wieder ein Schulfach Wirtschaft ein. Auch an den Hochschulen brauchen wir mehr wirtschaftliche Kenntnisse und vielleicht auch eine Veränderung des Unternehmerbilds. Ist vielleicht noch wichtiger im akademischen Bereich, mal das Unternehmerbild zu verändern. Das ist nicht hier alter Mann, Zigarre, Zylinder und Stock, der seine Leute am Fließband ausbeutet. Das ist ganz anders. Ich glaube, dass dieses mangelhafte Bild, was viele sich von der Wirtschaft machen, dazu führt, dass auch berufliche Entscheidungen anders getroffen werden. Nach einer aktuellen Umfrage wollen 30% der Studienabsolventen in den öffentlichen Dienst. Ich kann das verstehen, ich will auch in den Bundestag. Aber ein paar müssen draußen bleiben und das bezahlen. Ja. Und Wir haben in Deutschland eine enorm geringe Quote von Unternehmensgründern. Wo kommen die innovativen, neuen, produktiven Arbeitsplätze her? Wo kommen die neuen Unternehmen her, die die etablierten Platzhirschen unter Zugzwang setzen, dass sie für uns bessere Qualität anbieten? Natürlich von frischen Unternehmen, von Start-up-Unternehmen. Weil sich Menschen aus ihrer wissenschaftlichen Laufbahn heraus mit etwas beschäftigen und aus dem Algorithmus, den sie in der Mathematik-Masterarbeit entwickelt haben, eine Geschäftsidee machen. Das findet bei uns aber nicht statt. Hat viele Gründe. Kulturfrage, Kapitalfrage. Aber ein wichtiger Grund ist, dass das Unternehmerbild nicht stimmt, das Bild der Wirtschaft nicht stimmt. Und ich würde mir wünschen, dass öfter mal zum Beispiel Gründer von Start-up-Unternehmen in Vorlesungen kommen. In der theoretischen Physik und der Germanistik. Und mal berichten darüber, was sie so machen, wie ihr Alltag ist, was sie für Typen sind. Ja, da geht's nicht, ja, ist nicht die Geissens. Ja, nur schnell Geld machen an die Côte d'Azur. Sondern das sind ja Persönlichkeiten, die haben Freude an einem Produkt, sind fasziniert davon, freuen sich daran, wenn Menschen begeistert sind und dann sind sie erfolgreich, verkaufen das Unternehmen und statt sich zur Ruhe zu setzen, nehmen sie das Geld und machen das nächste auf, weil sie eben gerne Dinge voranbringen. Und diesen Spirit mal zu übertragen in Hochschulen, in unsere Gesellschaft insgesamt, wäre für mich ein wichtiges Bildungsziel, das über so den klassischen fachlichen Kanon hinausgeht. Also Wirtschaft. So, und als drittes habe ich mir aufgeschrieben, was sich ändern muss, was man verbessern muss. Das ist natürlich die ganz einfache räumliche Ausstattung vieler Hochschulen.
Hier geht's. Ja, ich mache immer, ja, es geht. Ich mache immer so einen Testgang. Ja, ich komme irgendwo hin und sage, ich muss mir mal die Hände waschen. Und dann gehe ich und inspiziere die Toiletten. Woran erkennst du den Respekt einer Gesellschaft vor der jungen Generation? Am Zustand der Bildungseinrichtungen und Gebäude und da insbesondere am Zustand der Toiletten. Und ist so, ist Wettbewerb. Also hier geht's. Insgesamt sind Schulen und Hochschulen in Deutschland aber in einem völlig inakzeptablen Zustand. Mir erzählte neulich einer, dass in Erlangen in den Büroräumen der wissenschaftlichen Mitarbeiter nachts die Decke runtergekommen ist. Und ironischerweise war das in der Archäologie. Ja, wir lachen drüber, dass die sich selber ausbuddeln konnten, ist aber trotzdem ja ein Armutszeugnis. Also da muss was passieren, müssen wir unsere Anstrengungen erhöhen. Und damit bin ich bei meinem letzten Gedanken, den ich ansprechen wollte. Das Ganze muss ja finanziert werden. Und wir brauchen auch durchaus mehr Koordination und Kooperation zwischen den 16 Ländern. Und das ist eben Gegenstand jetzt meines abschließenden Gedankens. Zum einen sollten wir in Deutschland nicht nur darüber sprechen, wie wir die Rüstungsausgaben bis 2025 auf 2% unserer Wirtschaftsleistung erhöhen. Für mich viel zu viel. 2% Rüstungsausgaben für Portugal, okay, aber bei der Wirtschaftsleistung Deutschlands sind 2% für Militär, ich bin Reserveoffizier, zu viel. Also anstatt dass man das... Und wir würden statt dieser Debatte, ja, über das 2%-Ziel, um Herrn Trump zu gefallen, statt darüber zu debattieren, führen wir eine Diskussion darüber, wie wir es schaffen, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts bei den Bildungsinvestitionen wieder in den Kreis der führenden Nationen auf der Welt zu kommen. Und wenn wir dabei sind, solche Debatten zu führen, dann führen wir doch bitte auch eine über unseren Bildungsföderalismus. Deutschland ist doch nicht mehr geprägt vom Wettbewerb zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Ich wünsche mir einen Wettbewerb zwischen Uni Tübingen und Uni Bochum. Ja, um die beste Qualität für die Studierenden, die besten Studienbedingungen. Aber insbesondere steht eben Deutschland als Bildungsstandort in einem weltweiten Wettbewerb mit der Weltbildungsnation Großbritannien, mit den Vereinigten Staaten, mit China. Man sieht, wie viele Ingenieure jedes Jahr dort ausgebildet werden. Also das sind unsere Wettbewerber und deshalb brauchen wir zwischen den 16 Ländern mehr Mobilität, mehr Vergleichbarkeit und vor allen Dingen die gesamtstaatliche Finanzierungsmöglichkeit für Bildung. Es ist grotesk, dass Wolfgang Schäuble in Burundi und Botswana Schulen sanieren darf, dass ihm das aber nicht gestattet ist in Böblingen und Bonn. So, das muss man rechtlich ändern. Vielen Dank. Amsel, vielen Dank. Das war jetzt das, was mir so zu Beginn wichtig ist in Fragen jetzt der Bildungs- und Hochschulpolitik. Auch aus rechtlichen Gründen ist diese Veranstaltung, was meinen einführenden Part angeht, ja auf ein Thema fokussiert. Der Asta hat ein allgemeinpolitisches Mandat, der Gastredner Lindner hier heute nicht. Und deshalb war das mir wichtig, zu diesem Thema zu sagen. Jetzt können wir darüber diskutieren. Aber natürlich können Sie jedes Thema ansprechen, das Sie interessiert. Ja. Das ist rechtlich erlaubt. Ja. Nur ich bin gebremst zu Beginn. So, bitteschön. Gibt's etwa jemanden? Ja. Da vorne. Zum Bildungssparen. Ich kann die Frage gleich auch nochmal wiederholen. Ja.
Ja. Hm? Wie ein Bausparvertrag. Ja, ich wiederhole die Kernthesen gleich nochmal. Ja. Wenn ich das sagen darf, dadurch, dass die wenigen Sie verstehen können akustisch, je länger Sie sprechen, desto schwieriger wird's. Ja? Ja, genau. Also zwei Aspekte haben Sie angesprochen. Zum einen den des sogenannten Bildungssparens. Wem bringt das was? Und was ist das genau? Und auf der anderen Seite sollte Bildung nicht komplett kostenfrei sein. So, zum Punkt 1. Das Bildungssparen hat zwei Dimensionen. Zum einen die Dimension, dass Eltern und Großeltern für ihre Kinder und Enkel etwas zur Seite legen für deren Ausbildung. Zum Beispiel auch, damit sie während des Studiums nicht jobben müssen, sondern dass da eine Rücklage besteht. Und das wollen wir ähnlich handhaben wie beispielsweise das Bausparen. Da gibt es ja auch unterstützt eine Möglichkeit, eine Rücklage zu bilden. Aber das Bildungssparen hat noch eine zweite Komponente. Sie beziehen das sehr stark auf die Erstausbildung. Viel wichtiger ist es für das lebenslange Lernen eines Arbeitnehmers. Und zwar genau die, die Sie beschrieben haben aus der Mitte der Gesellschaft. Sie haben gefragt, für wen bringt das was? Genau für die. Da ist die Idee, dass jemand aus seinem Bruttoeinkommen 100 Euro zur Seite legt auf ein Konto. Und das macht er einige Zeit, einige Jahre, und dann irgendwann sagt er, ich brauche noch eine Weiterqualifikationsmaßnahme. Ich will noch mich im Business-Englisch verbessern, weil mein Handwerksbetrieb plötzlich grenzüberschreitend tätig ist. Und dann soll sie oder er in der Lage sein, die Ausgaben für diese Entwicklung der eigenen Fähigkeiten von diesem Konto zu nehmen. Das heißt, es ist sozusagen eine steuerliche Privilegierung der persönlichen Weiterbildung des lebenslangen Lernens. Und ich finde dieses unser Modell viel besser als das, was Herr Schulz jetzt vorgeschlagen hat. Denn Herr Schulz hat ja für alle Menschen ein Chancenkonto von bis zu 20.000 Euro vorgeschlagen, das der Staat füllt. Das ist nicht nur völlig unfinanzierbar. Also das ist Schlaraffenland, es ist vor allen Dingen auch die Gießkanne. Wenn du selbst etwas zurücklegst, auch wenn es steuerlich begünstigt ist, dann wirst du genau überlegen, wofür du das Geld einsetzt und ob das, was du davon an Qualifikationsbausteinen kaufst, dich wirklich weiterbringt. Wenn du das geschenkt bekommst, 20.000 Euro, mach mal irgendeine Weiterbildung oder mach ein Sabbatical oder engagier dich ehrenamtlich, dann ist das Wichtigste weggefallen, was man braucht, damit Menschen ihre Biografie entwickeln, nämlich Selbstverantwortung und Wissen um die Folgen. Jetzt der zweite Punkt, gebührenfreie Bildung für alle. Kita, ja. Also meine Vision ist auch die gebührenfreie Kindertageseinrichtung. Herr Oberbürgermeister, grüß Sie. Mein Ziel ist auch gebührenfreie Kita für alle, weil das gesellschaftspolitisch ein enormer Hebel für Bildungsgerechtigkeit ist, schon sehr früh Grundlagen zu legen, Sprachförderung und so weiter. Eigentlich sollte jeder die Kita besuchen. Und wenn das ein Ziel ist, dann sollte man sie auch kostenfrei gestalten. Bevor man sie kostenfrei machen kann, müssen wir allerdings erstmal die Zahl der Plätze erhöhen und die Qualität dort verbessern. Das heißt, wenn man 1 Euro nur einmal ausgeben kann, dann würde ich sagen, erstmal investiere ich ihn jetzt in Qualität und mehr Plätze
Und dann später, als zweiter Schritt, kommt die Frage der Gebührenfreiheit. Denn Sie müssen wissen, die Kita ist für Geringverdiener heute schon kostenfrei oder ist ein sehr geringer Beitrag, ist gesetzlich vorgeschrieben. Durch die Gebührenfreiheit der Kita würde man die Mittelschicht entlasten, auch die höhere Mittelschicht. Aber eine finanzielle Hürde für arme Familien, ihre Kinder in die Kita zu geben, die besteht in Deutschland rein rechtlich, Gott sei Dank, nicht. Schule, natürlich gebührenfrei, selbstverständlich. Und jetzt kommen wir zur Hochschule. Und da bin ich Realist, in mehrerlei Hinsicht. Zum einen müssen wir ja viel tun, um die Qualität der Hochschulen, der Studienbedingungen zu verbessern. Da ist das Geld knapp. Man kann mehr öffentliche Mittel mobilisieren, aber ich halte es durchaus für vertretbar, auch von denjenigen, die ein akademisches Studium absolvieren, einen Beitrag für die Verbesserung der Studienbedingungen vorzusehen. Kein Beitrag, den man während des Studiums aus den knappen Kassen des eigenen Studierendendaseins bezahlen muss, sondern später, wenn du einen guten Beruf gefunden hast, zahlst du im Nachhinein etwas für dein Studium und die Verbesserung der Qualität. Also 500 Euro im Semester und das ist dann eine Darlehensgrößenordnung für jemanden, der einen guten Beruf hat, über einige Jahre problemlos zurückzuzahlen. Der Vorteil ist, während des Studiums hat man bereits die besseren Studienbedingungen. Halte ich für ein faires Modell, das die Studienbedingungen verbessert. Das hat übrigens auch einen zweiten Vorteil. Heute ist es ja so, dass die pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke für ihre Schulausbildung gezahlt hat. Und der aber in vielen Ländern, nicht in Baden-Württemberg, in vielen Ländern ist es aber so. Und angenommen mal die PTA hier in Baden-Württemberg, der hat ihre Ausbildung in Nordrhein-Westfalen gemacht. Dann hat die für ihre Schule gezahlt und der promovierte Pharmazeut hat für sein Studium nicht bezahlt, obwohl er ja doch ein gewisses höheres Einkommen hat. Das ist die Frage der Bildungsrendite. Wer ein akademisches Studium absolviert, hat auf Lebenszeit gerechnet. Obwohl wir ein Steuersystem haben, das Gutverdiener, in der Regel sind das Akademiker, stärker in Anspruch nimmt, hat er am Ende eine Bildungsrendite gegenüber denjenigen, die kein akademisches Studium angestrebt und abgeschlossen haben. Und von daher finde ich auch, wenn der individuelle Nutzen eines akademischen Studiums so hoch ist, dann finde ich, kann man auch an die Gesellschaft einen Beitrag zurückgeben, zumal es hier ja auch nur um die Verbesserung im eigenen Interesse der Studienbedingungen geht. Und das habe ich. So. Wo geht's weiter? Bitte? Mikro? Funktioniert das? Ja, machen Sie noch mal ganz kurz, aber dann müssen andere auch rankommen. Trennen Sie sich bitte von dem Gedanken, dass Bildungssparen hätte irgendwas mit Kita oder Schulausbildung zu tun. Es hat etwas damit zu tun, in die Ausbildung, auch spätere Ausbildung, zum Beispiel während der Hochschule zu investieren. Ne? Also Ihr Vorhalt ist immer, wenn man mehr privates Geld ins Bildungssystem bringt, zieht der Staat sich zurück. Das ist ja das, was Sie unterstellen. Kann ich verstehen? SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen haben damals die Studienbeiträge abgeschafft und haben den Hochschulen 250 Millionen Euro gestohlen. Und die Studienbedingungen wurden schlechter. So, klar, ich kann verstehen vor dem Hintergrund dieser Politik Ihre Frage, aber meine Absicht ist das nicht. Sondern das, was neu reinkommt an privatem Geld, das muss auch an der Hochschule bleiben. Und wenn Sie mich so ansprechen, gucken wir hier nach Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg haben Sie eine Studiengebühr jetzt für Nicht-EU-Ausländer von 1.500 Euro im Semester. Das machen wir in Nordrhein-Westfalen auch. Das ist nicht falsch, was die grüne Wissenschaftsministerin gemacht hat. Aber mit einem Unterschied. Das Geld, was in Baden-Württemberg da eingenommen wird, das ist relativ gering, deshalb sind die Bürokratiekosten sehr und eigentlich unverhältnismäßig hoch. Und die Steigerung ist, dass das Geld, was die Nicht-EU-Ausländer an Studiengebühren hier zahlen, dass das noch nicht mal an die Hochschulen komplett geht, sondern ein Teil auch noch zur Sanierung des Landeshaushalts abgezweigt wird. Und das finde ich skandalös. So, jetzt aber.
Ja. Ihr habt aufgerüstet. Sehr gut. Waffengleichheit. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Ja, erstmal danke für den Vortrag. Fand ich sehr spannend. Auch danke für den Mut, sich solchen Fragen... Sie haben ein Mikro, aber ich habe es trotzdem akustisch nicht aufnehmen können. Ganz nah? Jetzt! Besser. Ja. Weil ich bin Philosoph, ich kann es nicht mit Technik. Meine Frage ist eine nicht hochschulpolitische. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe vor kurzem die Zeitung gelesen, habe gelesen, dass in NRW die Kennzeichnungspflicht für Polizisten abgeschafft wurde. Für die, die es nicht wissen, als Polizist bei einer Demo zum Beispiel, hat man hier so eine kurze Kombination aus Buchstaben und Zahlen, glaube ich, mit der man die Polizisten identifizieren kann, auch wenn sie voll verkleidet sind sozusagen. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe mich dann erstmal gefragt, wieso nehmen wir nicht gleich den ganzen Namen drauf? Ich möchte die Polizisten identifizieren, falls sie was falsch machen. Ich drüber nachgedacht, gedacht, ja, ist wahrscheinlich auch blöd, dann könnte man die zu Hause verfolgen. Also wäre so eine anonymisierte Nummer ganz gut. Dann kann ich es nachverfolgen, aber ich greife nicht zu sehr in die Privatsphäre ein. Jetzt wurde es abgeschafft und ich habe die Gründe nicht ganz gesehen. Könnten Sie das ein bisschen darlegen, wieso das abgeschafft wurde? Ja, die Kennzeichnungspflicht wurde in Nordrhein-Westfalen nicht gebraucht, weil es keine entsprechenden Vorwürfe und Vorgänge gegeben hat in den letzten Jahren. Ein Beitrag zum Bürokratieabbau. So, hier drüben, wenn es war das zu Ende? Hört man mich? Ja, gut. Ich sehe Sie aber nicht. Ah, da, ja, hi. Hier. Ja. Ich glaube, einfach sitzen ist einfacher so. Erstmal vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, als Vertreter einer Partei, die sich die Freiheit auf die Fahnen schreibt, um eine knappe halbe Stunde über Bildung zu reden. Wo Sie dann irgendwann die Bemerkung machen, ja, es wäre wichtig, Ihrer Meinung nach, dass die Wirtschaft in der Bildung mehr Platz findet. Aber es kann nicht nur mir so gegangen sein, dass Sie hier eine halbe Stunde über Bildung reden wollen und faktisch eine halbe Stunde über Wirtschaft reden. Nun haben wir ja die Sprache hier, in der wir den Diskurs halten. Hey. Bitte setzen Sie doch fort. Genau. Nun haben wir hier ja die schöne Sprache, mit der wir hier unseren Diskurs halten, in der es zwei Worte gibt. Einerseits Ausbildung, andererseits Bildung. Und wenn man sich hier hinsetzt, guckt einem der alte Humboldt entgegen und fragt einen geradezu, was soll man jetzt davon halten, wie wäre das Ganze zeitgemäß umzusetzen? Ausbildung häufig konnotiert mit der Bedeutung, das, was einen irgendwie auf ein Berufsleben vorbereitet. Bildung, ein Begriff, wo mancher Schelm sich mehr dabei gedacht hat. Irgendwas, was den Menschen als etwas angeht, was nicht nur Arbeitskraft wäre. Nun, wenn man sich da jetzt völlig frei von konkreten Positionen Gedanken macht, wie man es auffassen könnte, dass jemand, der... Wenn man nun hier eine Rede darüber hält, wie Bildung den Menschen hauptsächlich damit helfen könnte, sich irgendwie im Arbeitsmarkt zurechtzufinden und weniger der Aspekt hervorkommt, wie Bildung einem helfen könnte, sich als Menschen zu entfalten, in, sagen wir, Freiheit, dann steht halt wirklich die leere Frage immer noch im Raum, wo genau ist jetzt der Zusammenhang? Gibt es eine Bildung an der Universität, die erstrebenswert wäre, die über Ausbildung hinausgeht? Und welche Bedeutung hat das Ganze für Freiheit? Die Antwort ist ja. Ja. Das ist ja die Pointe akademischer Bildung, ne? Dass es eben nicht nur Ausbildung ist. Deshalb haben wir ja auch eine forschende Lehre. Das ist nicht nur Ausbildung, nicht nur anwendungsbezogen, das ist ja keine FH, sondern eine Universität. Und übrigens, wenn ich das so sagen darf, Sie haben ja eingeleitet mit meiner Kritik daran, dass ich, mit Ihrer Kritik daran, dass ich auch Aspekte von Wirtschaft hier stark angesprochen habe. Dazu will ich mich bekennen. Jemand, der eine universitäre Ausbildung macht, sollte sich auch der Frage stellen, was mache ich danach im Leben? Ist eine Frage nämlich der Eigenverantwortung. Kann man nicht sagen, das System hat mir jetzt Chancen verbaut, weil ich nach 28 Semestern Ökotrophologie jetzt, ne? So läuft's nicht. Ja. Und zum anderen ist auch da das Bild Wirtschaft quer. Denn heute, also gerade in einer Wissensgesellschaft, im globalen Wettbewerb sind doch
Also die Kräfte knapp, die schöpferisch arbeiten, kreativ arbeiten, kulturellen Horizont haben. Ich sagte ja eben in meiner Einleitung selbst, der Jurist, der stupide, langweilig, nicht schöpferische Arbeit macht, wird ersetzt. Aber der Designer, der kreative Schreiber, der Naturwissenschaftler, der etwas schöpft, der ist nicht ersetzbar. Aber der braucht natürlich überhaupt einmal ein Klima, in dem er sich entfalten kann. Also der Soziologe Richard Florida, der hat eine Untersuchung gemacht in den 1990er Jahren. Was sind die Gelingensfaktoren dafür, dass es wirtschaftliche Prosperität gibt? Und er kommt auf Technologie, aber eben auch auf Toleranz in der Gesellschaft, die benötigt werden, und Talente, TTT, die zusammenkommen müssen, damit etwas entsteht. Und da sehen Sie, es ist nicht nur T für Technologie, sondern Toleranz als Zeichen von pluralen Ausdrucksformen künstlerischer Art beispielsweise kommt hinzu. Warum wird China in vielen Bereichen nicht Cutting Edge werden bei Technologien? Weil denen eine Gesellschaft fehlt, in der es auch mehr künstlerische und demokratische Freiheitsgrade gibt, weil man diese Ordnungen nicht voneinander trennen kann. Wer könnte das besser wissen als Sie im deutschen Südwesten, wo ein Walter Eucken mal die Interdependenz der Ordnungen von freier Gesellschaft und Marktwirtschaft beschrieben hat. So, weiter geht's. Ich wollte Sie nicht mit einem einfachen Ja so abspeisen, ja, das könnte also unfreundlich wirken können. Sie haben das Thema Unternehmensgründungen angesprochen. Tübingen profitiert ja massiv von Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft heraus. Jetzt haben Sie natürlich erstmal in Nordrhein-Westfalen mit der Landesregierung einen Bärendienst der Entrepreneurship Education erwiesen, indem Sie Andreas Pinkwart entzogen haben. Mhm. Und das zweite Thema ganz klar, was im Moment passiert, ist ein Verhau an Förderungen zwischen Landespolitik, Bundespolitik und europäischer Politik. Und gerade das Wirtschaftsministerium hat mit Exist 5, mit dem, was da geplant ist oder nicht geplant ist, massiv die Bedingungen verschlechtert. Was würde sich ändern? Können Sie den Punkt nochmal sagen? Akustisch ist das hier sehr schwer. Ja. Wenn ich sage, nehmen Sie das Mikro vielleicht ganz nach vorne hier. Bin ich der Einzige, der akustisch... In den letzten 15 Jahren gab es massive Unterstützungen für Gründungen aus Hochschulen und Wissenschaft in Form der Exist-Programme. Jetzt haben alle Hochschulen, Universitäten wie auch Tübingen auf Exist 5 gewartet. Und wir wurden wirklich vom Wirtschaftsministerium auf die lange Bank geschoben. Da kommt im Moment einfach nichts. Was würde sich ändern, wenn die FDP damit in der Regierung wäre? Einfache Antwort wäre jetzt zu sagen, klar, kommt sofort. Ehrliche Antwort ist, den Sachverhalt kenne ich nicht genau. Und da halte ich es mit dem Satz, also wovon man nicht reden kann, soll man schweigen. Ich glaube, Wittgenstein, ne? Traktatus, hier vorne war doch ein Philosoph. Ne? Ist so, ne? Ziffer Arabisch 7, ne? Ja. Schicken Sie mir eine Mail. Ja, christian.lindner@fdp.de. Alle, die das auch interessiert, mögen mir auch eine Mail schreiben. Die kriegen dann in CC die Antwort, ja? So, ich hätte... Exist 5, ja, weiß ich nicht. So, ich würde hier die nächste Frage gern stellen. Und zwar sind Sie eingangs auf Studiengebühren und Überakademisierung zu sprechen gekommen. Während ich Ihnen bei der Überakademisierung zustimme, Ausbildungsberufe müssen besser gefördert werden, bin ich bei den Studiengebühren anderer Meinung. So, Sie haben gesagt, dass einige Leute oder dass Personen mit Migrationshintergrund trotz keiner Studiengebühren nicht vermehrt an Universitäten gehen. Ich bin nun so eine Person, meine Eltern kamen als Gastarbeiter aus Jugoslawien hierher. Sie waren Arbeiter, ich bin Arbeiterkind. Ich musste mein ganzes Studium lang BAföG beziehen, ich musste nebenbei einen Nebenjob haben. Studiengebühren hätten mir die Möglichkeit genommen, hier zu sein. Nein. Doch. Und zwar Folgendes. Ich könnte vielleicht hier sein, aber nicht als eingeschriebener Student der Uni Tübingen. Wieso? Weil ich es mir nicht hätte leisten können, ganz einfach. Aber wieso? Sie zahlen die Studiengebühr doch später, wenn Sie einen Beruf haben und gut verdienen, nicht während des Studiums. Wieso hält Sie das während des Studiums ab? Wieso sollte ich überhaupt studieren, wenn ich dann irgendwann verschuldet ins Berufsleben einsteige? Tut mir leid. Wenn Sie Handwerksmeister werden, zahlen Sie auch für die Ausbildung. Aber ich will nur verstehen, warum wird man abgehalten von einem Beruf, in dem man gutes Geld verdienen kann, wenn man eine kleine Hürde noch nicht einmal zu Beginn überwinden muss, sondern nur in den Anfangsjahren des Berufslebens etwas dafür zahlt?
Ich verstehe nicht, wo das die Hürde ist. Empirisch, ich bin sehr für evidenzbasierte Politik, empirisch kann man weltweit nirgendwo diesen Zusammenhang feststellen, dass maßvolle Studienbeiträge dazu führen würden, dass Leute abgehalten werden. An öffentlichen Hochschulen in den Niederlanden sind es, glaube ich, sogar bis zu 6.000 Euro, die man im Jahr zahlt. Und dann sollen bei uns 500 Euro im Semester breitflächig Menschen abhalten? Ich glaube es nicht. Wir sind unterschiedlicher Meinung. Ich bin da das Gegenbeispiel dafür. Ich komme jeden Monat gerade so über die Runden und 500 Euro im Semester würden mir und meiner Familie finanziell das Genick brechen. Aber die 500 Euro zahlen Sie, wenn Sie 5.000 Euro verdienen später. Wer garantiert mir das? So, aber mal die Frage zurück. Ich würde gerne noch die Frage stellen, und zwar, Sie sind noch auf Selbstverantwortung zu sprechen gekommen. Wenn mir die Möglichkeit zu Anfang genommen wird oder meine Möglichkeit eingeschränkt wird, dann kann ich überhaupt gar keine Selbstverantwortung übernehmen. Was würde die FDP für mich oder was würden Sie als Kandidat, als eine Person wie mich machen, Vorschläge einbringen, dass ich trotzdem studieren könnte mit den Möglichkeiten, die ich jetzt ohne Studiengebühren habe? Wie ich gerade sagte, mein Angebot ist sehr klar. Zunächst einmal, weil Sie sagen, Sie sind Gastarbeiterkind. Diese Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer, ich weiß nicht, wie die Lage in Baden-Württemberg ist, in Nordrhein-Westfalen zahlen die Bildungsinländer nicht. Das heißt, wer seinen Hochschulzugang in Deutschland erworben hat, zahlt diese 1.500 Euro im Semester in Nordrhein-Westfalen nicht. Ich denke, hier in Baden-Württemberg wird das ähnlich sein. So, und jetzt zu Ihrem Punkt. Die Antwort ist nichts. Kita, mehr Qualität, Sprachförderung, Schule, mehr Autonomie, mehr Qualität, Unterrichtsausfall bekämpfen, digitale Didaktik, digitale Inhalte, Schulfach, Wirtschaft und so weiter. Also dafür sorgen, dass die Bildungsgerechtigkeit hergestellt wird, Qualität verbessert wird, ideologische Experimente wie die Inklusion erstmal neu starten, rebooten, damit die funktionieren. Übergang zur Hochschule. Ihre Frage, ist das Angebot, eine verbesserte Universitätslandschaft durch öffentliche Gelder und durch Studienbedingungen, die Sie selbst als Investition durch nachgelagerte Beiträge verbessern? Und wenn Sie sagen, das schreckt Sie ab, Sie schreckt ab, später im Beruf ein überschaubares Darlehen zurückzahlen zu müssen, eine relativ kurze Zeit, dann haben Sie, wenn Sie den richtigen Beruf gewählt haben, das auch ganz schnell abgezahlt. Was studieren Sie, wenn ich fragen darf? Geschichte. Geschichte. Wollen Sie vielleicht in den öffentlichen Dienst? Studienrat. Da haben Sie in wenigen Jahren haben Sie es abgezahlt. In wenigen Jahren. Wenn Sie das abhält, sage ich mal was ganz Hartes, haben Sie dann das richtige Fach gewählt, wenn Sie sich nicht später einen Beruf zutrauen, mit dem Sie ein maßvolles Darlehen dann später in den Anfangsjahren Ihres Berufslebens zurückzahlen können? Ist das so? Ist das so? Und ja. Die Frage ist sehr berechtigt. Die Frage ist sehr berechtigt, auch hier an den Kollegen da vorne mit seinem vorbereiteten Schild. Ja? Halten Sie es nochmal hoch, bitte, damit wir es alle sehen können. Ja, genau. Die Frage ist sehr berechtigt. Und wissen Sie warum? Das, was Sie hier machen, ja, auch du da mit deiner neoliberalen Kackscheiße, das, was Sie hier machen, ein Studium, das wird bezahlt von unserer Gesellschaft. Sie nehmen hier Ressourcen in Anspruch, die diese Gesellschaft bezahlt. Auch Sie nehmen diese Ressourcen in Anspruch. Und deshalb... Und deshalb ist das oft genug von euch Linken, ja, ja, fast, jetzt kommt der Punkt noch. Und oft genug ist das nämlich ein gesinnungsethisch getarnter, purer Egoismus. Ich nehme die Ressourcen der Gesellschaft so lange in Anspruch, wie ich das will, für was auch immer das tun will. Und was danach kommt, ist mir egal und andere bezahlen.
Das hat mit Verantwortungsgefühl, mit Prinzipverantwortung nichts zu tun. Herr Lindner, eine Frage zur schulischen Bildung. In Baden-Württemberg haben wir derzeit Grundschulen, Gemeinschaftsschule, Realschule neu, sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum, die in verschiedener Weise schulisch eingelöst werden können, inklusive oder am SBBZ. Jetzt, die haben von einem, was ich sehr begrüßen würde, von einer mehr weg vom im Bildungssektor, weg vom föderalistischen System. Wie würde Ihre Bildungsausrichtung im schulischen System aussehen? Bitte keine Schulstrukturdebatten. Nee, es ist eine ehrlich gemeinte Frage. Ich finde es ja, ich weiß, dass die Frage ernst gemeint ist. Nur mein Rat ist, bitte keine neuen Schulstrukturdebatten in Deutschland. Das ist ja so eine Mode. Wir schaffen Bildungsgerechtigkeit dadurch, dass wir ein einheitliches, integriertes Schulsystem schaffen. Gymnasium abschaffen, so alles zusammenführen. Hier, neoliberale Kackscheiße. Ich glaube daran nicht, dass das zu irgendeiner Form von mehr Gerechtigkeit führt, sondern in der Regel führt es dazu, dass dann die Eltern mit ihren Kindern zu Privatschulen gehen. Nee, ich bin für den Erhalt der Gymnasien, aber ich denke mit Gemeinschaftsschule, Realschule neu. Sollen sie doch in einer vielfältigen Schullandschaft alle ihren Platz haben. Und dann stimmen die Eltern mit den Füßen darüber ab, beziehungsweise dann vielleicht auch ältere Schülerinnen und Schüler, wo sie glauben, dass die Qualität gut ist. Ich halte jedenfalls nichts davon zu sagen, diese vielfältige Schullandschaft mit einem Qualitätswettbewerb noch, die sich am Elternwillen ausrichtet, ich halte nichts davon, die sozusagen einzuebnen und zu sagen, nee, wir machen eine einzige Schulform für alle. So, insofern, das soll sich im Wettbewerb ergeben. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich Ihre Frage genau verstanden habe. Nee, ich bin so neugierig, was Sie eigentlich fragen wollen, zu erfahren. Test. Da würde ich sagen, das ist eine Frage natürlich der regionalen Schulentwicklungsplanung auch. Ne? Welche Angebote hält man vor im demografischen Wandel? Verändert sich da alleine auch etwas durch die Bevölkerungsstruktur? Da wage ich mich jetzt aber nicht vor in die baden-württembergisch-landespolitischen Spezifika. Ich schaue hier zum Kollegen Andi Glück, der könnte das im Zweifel machen, aber ich, ja, Wittgenstein, ja, fühle mich jetzt da, was die Details angeht, hier in Baden-Württemberg nicht zu Hause. Ich glaub, aber die Grundaussage vielfältige Schullandschaft ist, glaube ich, korrekt. So, jetzt. Hi, hier oben. Bitte winken Sie mal. Ah ja, jetzt sehe ich Sie. Hallo. Ich habe auch eine Frage zur Schulbildung, aber in eine etwas andere Richtung. Tut mir leid für das leidige Thema, aber das Erstarken der neuen Rechten ist ja auch häufiger auf Bildungspolitik bezogen worden. Und meine Frage wäre, was Sie konkret gegen die stärkere neue Rechte machen wollen. Mhm. Also gegen die Bildungsfeindlichkeit, die Faktenfeindlichkeit von Leuten wie Pegida, AfD etc. Ich gucke niemanden an. Ja, was kann man da machen? Wenn Sie sowas hören, dürfen Sie nicht schweigen. Man prüft sich jeder mal selbst. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Familie zu Hause, es kommt der bisschen linkische Onkel, der ist halt auch dabei und dann erzählt er dummes Zeug und Pauschalurteile über Muslime und dann sagt man da, puh, lass ihn reden, noch 2 Stunden, dann ist vorbei. Wenn man da aber schweigt, stimmt man zu. Weil der geht nach Hause zum Kegelclub und sagt, also bei mir zu Hause, wir haben Weihnachten auch drüber gesprochen, alle sind der Meinung, dass der Islam böse ist und nicht zu Deutschland passt. Weil man nicht widersprochen hat.
Also insofern nicht ich, also die müssen die Frage nicht an mich alleine richten, sondern an alle im Raum. Was tun wir gegen postfaktische Politik? Widersprechen. Ach so, ja, die schulpolitischen Konzepte. Ja, also schulpolitische Konzepte zielen erstmal darauf aus oder müssen darauf aussehen, dass die Medienkompetenz gestärkt wird. Dass man weiß, was lese ich da eigentlich? Ist das eigentlich Qualitätsjournalismus oder ist das Bullshit, was ich lese? Das bezieht sich übrigens auf neue Rechte und alte Linke gleichermaßen, denn aus beiden Quellen kommt zum Teil Unsinn. Und da braucht man Medienkompetenz, ne? Zu schauen, ist das seriös, ist das nicht. Und das Zweite ist, dass natürlich die gute alte Aufklärungsarbeit, Faktenarbeit in der Schule geleistet werden muss. Und auch das bezieht sich auf allgemeine Demokratiefähigkeit und Wehrhaftigkeit gegen Links und Rechts und religiösen Irrationalismus oder Extremismus. Das ist die Kernaufgabe von Schule als sozusagen Demokratiekompetenz. Aber haben Sie einen Vorschlag? Nein. Okay, ja, okay. Ist ja auch erlaubt, Vorschläge zu machen, hier fällt mir da ein, haben wir gar nicht so genau gesagt. Hallo, vielen Dank erstmal, dass Sie da sind. Hier bin ich. Ah, jetzt sehe ich Sie, ja. Ich habe eine Frage zu der Modernisierung oder Technologisierung von Bildung. Sie haben ja vorhin das schöne Beispiel mit dem Atlas gebracht. Da stimme ich Ihnen auch zu. Und ich glaube, das haben viele Schulen oder Pädagogen auch erkannt, dass es quasi sinnlos ist, Fakten auswendig zu lernen. Deshalb wurde angefangen, immer mehr der Umgang mit Fakten zu lehren, also in der Pädagogik allgemein. Und also das ist ja angesichts der Google-Ergebnisse und all sowas auch sehr sinnvoll, meiner Meinung nach. Nun wurde aber vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht mitbekommen haben, auch von vielen Universitäten kritisiert, dass Leute oder dass die Absolventen an die Unis kommen und denen dieses Basic-Faktenwissen, wie man eine Gleichung mit mehreren Variablen auflöst zum Beispiel, einfach fehlt, weil das an den Schulen in den Hintergrund getreten ist, aufgrund eben von dem Internet. Da frage ich mich, ob wir halt Modernisierung im Moment noch falsch für unsere Bildung einsetzen und was Ihr Gegenvorschlag dafür wäre, weil ja eben genau das von vielen Professoren auch kritisiert wird, dass es das Niveau der Uni oder der Inhalte im Moment sehr verwässert oder sehr. Ja, ich teile das, diese Kritik. Und wenn ich sage, modernisieren auch in der Didaktik, dann meine ich damit ausdrücklich nicht, dass man nicht auch über eine gesunde Faktenbasis verfügen muss, auch an, sage ich mal, zivilisatorischem Grundwissen. Also vernetztes Denken ist gut, aber es muss eben etwas geben, was man vernetzen kann. Also Nullmengen zu vernetzen bringt nichts. Da muss schon was enthalten sein. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was ich mit didaktischer Modernisierung meine. Es gibt in New York eine Schule, ich glaube, die hat zu 70% oder 80% Free Lunch, also sozusagen Hartz IV in deutscher Terminologie. Und die haben die komplette erste Etage geräumt. Es gibt da keine Unterrichtsräume mehr, sondern einen Großraum. Und die Schülerinnen und Schüler kommen. Mathematikunterricht findet so statt, dass die morgens sozusagen ihren individuellen Lehrplan ausgedruckt bekommen. Mit dem gehen sie dann an Lernstationen. Da gibt es Gruppenarbeit, da steht ein Lehrer als Coach zur Verfügung, da gucke ich ein Video. Dann steht zum Beispiel erste Station, geh dahin, schau dir das Video über den Satz des Pythagoras an. Solange du das willst, bis du glaubst, du hast es verstanden. Ja, skip zurück, skip vor, bis du genau das verstanden hast, was es ist. Und wenn du es nicht verstanden hast, einen Aspekt, dann geh zum Lehrer als Coach. Und wenn du das gemacht hast, danach gehst du in die Gruppe und gemeinsam löst ihr da Aufgaben. Oder du erklärst es einem Mitschüler, ja, um auch nochmal dadurch zu zeigen, hast du es verstanden oder nicht. Und am Ende steht ein Test, nicht zur Leistungsfeststellung, sondern zur Messung des Lernfortschritts und auf dessen Basis wird der Lehrplan des nächsten Tags erarbeitet. So, merken Sie, dass sich die Rolle des Lehrers komplett verändert. Der hat sonst an der Tafel ein Tafelbild gemalt zum Satz des Pythagoras und hat da im gleichen Tempo eine Gruppe von Schülern über die gleiche Sache im gleichen Raum, gleicher Inhalt unterrichtet.
Viel besser wäre es doch, er würde nicht Standardlehrstoff reproduzieren. Das kann ein Video im Zweifel sogar noch besser, wenn es pädagogisch hervorragend gemacht ist. Und statt dass er Standardlernstoff vermittelt, unterrichtet er Schülerinnen und Schüler individueller, holt die da ab, wo sie stehen. So, und das ist eine Möglichkeit, Digitalisierung zu nutzen. An dieser besagten Schule ist es gelungen, nach relativ kurzer Zeit, dass die Schüler den Stoff von einem Jahr Mathematikunterricht, oder dass sie in einem Schuljahr den Stoff von 1,5 Schuljahren vermittelt bekommen. Und zwar an einer Schule eben an einem sozialen Brennpunkt. Und das zeigt eben, welches Potenzial in dieser Didaktik steckt. Der Mensch verschwindet nicht, die Inhalte verschwinden nicht, aber es sind eben neue Möglichkeiten des Lernens, mit denen wir uns vertraut machen müssen. Da sind wir noch nicht fertig. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der noch Jahre anhalten wird, bis man weiß, wie gehen wir souverän damit um. Aber man muss sich dieser Aufgabe stellen. Lieber Christian Lindner, lieber Boris Palmer, wie ihr beide mal hier im Saal seid, möchte ich euch fragen, als lokaler FDP-Kandidat in der grünen Stadt Tübingen. Häufig standen ja Grüne und Liberale in der Vergangenheit, haben sich so ein bisschen behandelt wie Aussätzige. Aber wir sind so eigentlich auch gute, progressive Parteien. Können die nicht eine Modernisierungskoalition machen? Und nicht nur abstrakt, sondern was hieße das denn konkret? Beim Beispiel teure Mieten in Tübingen oder teure Mieten überhaupt. Beim Thema teure Mieten. Teure Mieten, ja, wir leiden hier ja in Tübingen auch unter teuren Mieten, gerade auch für Studierende. Was wären da Konzepte, kann man da zusammenfinden als Grüne und als Liberale? Ja, also wenn ich richtig weiß, bist du der Tübinger Kandidat. Jetzt fragst du den Düsseldorfer. Ja. Naja, ich frage erstmal allgemein euch beide, ja, bei zwei vernünftige junge Männer, ich mag euch beide, für dich habe ich gearbeitet, für dich nicht, aber werde ich auch nicht, aber könnt ihr nicht auf eine, also gibt es keine Chance auf eine Modernisierungskoalition zwischen Grünen? Loffer, nach was fragst du jetzt? Fragst du jetzt nach dem Thema Wohnungsbau, Mieten oder fragst du nach der guten alten machtpolitischen Frage, wer mit wem? Fangen wir mit wem an. Ja, also ich bin kein Anhänger einer Politik wie früher, wo man gesagt hat, also CDU und FDP gehört für alle Zeit zusammen und irgendwas anderes ist IBA. Ich nehme jetzt mal die extreme AfD und Linkspartei raus, weil das zwei autoritäre Parteien sind, die nicht nur die Regierungspolitik, sondern gleich unsere ganze politische Kultur austauschen wollen. Aber ansonsten... Aber ansonsten ist das oft genug eine ganz pragmatische Frage. Also Helmut Kohl hat 1982 noch gesagt, jetzt kommt die geistig-moralische Wende. 1998, Generationenprojekt Rot-Grün. Ich rate ab davon, die Zusammenarbeit von eigenständigen Parteien in so einer Weise ideologisch hochzujatzen. Sondern es geht um ein Programm für einige Jahre, das Land für die Menschen besser zu machen. Dann gleicht man ab, was haben wir für Ziele und Ideen. Und jetzt können wir konkret nach Deutschland schauen. Hier in Baden-Württemberg hat Herr Kretschmann die FDP eingeladen, in die Regierung einzutreten. Das haben wir im letzten Jahr abgelehnt, weil ein Politikwechsel, wie wir uns hier vorstellen, war nicht realistisch. In Mainz, in Rheinland-Pfalz, regiert die FDP unter Führung der SPD zusammen mit den Grünen erfolgreich in einer sogenannten Ampelkoalition. Und gerade in Schleswig-Holstein wurde eine Jamaika-Koalition gebildet. Ist immer eine Frage eben, welche Themen sind da, kommt man zusammen. Oft genug entzündet sich der Streit in Deutschland ja auch gar nicht am Ziel, sondern am Weg dahin. Oft auch dann mit zum Teil intellektueller Unredlichkeit will man gar nicht verstehen, was der andere für einen Weg beschreiten will, sondern aus Eigeninteresse wird das dann niedergebrüllt. Ja, oder, das macht er ja nur für. Ich mache mal ein Beispiel. Energiewende. Absolut wichtig, notwendig, muss Deutschland machen. Energiewende kann sogar für uns ökonomisch in den nächsten Jahrzehnten ein enormer Vorteil sein, weil wir Energie günstiger produzieren können. Wir sichern auch unsere Versorgungssituation. Gerade ist der Trump dabei, Pipelines, die aus dem Osten nach Europa gelegt werden sollen, zu blockieren, weil er amerikanisches Flüssiggas verkaufen will, insbesondere
an die Polen. Da sieht man, sind plötzlich ökonomisch und sicherheitspolitische Interessen im Spiel und wie gut wäre es, wir wären in unserer Energieversorgung durch Erneuerbare auch dagegen geschützt. Also ökologisch, ökonomisch, sicherheitspolitisch, Energiewende bin ich ein großer Freund. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Grünes Modell, wir machen am Schreibtisch eine Planung und es gibt Subventionen und besser heute als morgen und wir verbieten den Verbrennungsmotor im Jahr 2030, weil dann müssen alle elektrisch fahren. Obwohl die Batterie ja mit seltenen Erden aus dem Kongo gebaut wird, wo die Menschen unter unwürdigsten Bedingungen diese seltenen Erden abbauen. Wo sind da die Sozialstandards, die man bei TTIP beklagt hat? Und auf der anderen Seite kommt der Strom zu 40% aus Braunkohle. Wir sind daran ökologisch. Hat der Kretschmann völlig recht. Schwachsinn. Könnte man also mit den Grünen sprechen und sagen, wir haben dasselbe Ziel Energiewende, aber lasst uns doch einen anderen Weg probieren. Lasst uns doch den Weg probieren, unterschiedliche Technologien auszuprobieren. Wasserstoffantrieb. Wissen Sie, dass es synthetische Kraftstoffe gibt, die sozusagen aus CO2 gewonnen werden und die man dann im normalen Verbrennungsmotor klimaneutral nutzen kann? Wussten Sie das? Sowas gibt's. Power to Gas, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und dann stellen Sie sich vor, wir haben keine Stromtrassen von Nord nach Süd und wir haben überflüssigen Windstrom in Norddeutschland. Jetzt stelle ich mir vor, wir nutzen den überflüssigen, nicht benutzten Windstrom in Norddeutschland, um daraus synthetischen, klimaneutralen Kraftstoff zu machen. Haben wir sogar das Speicherproblem gelöst. Ich weiß nicht, ob das im industriellen Maßstab funktioniert, aber das wäre eine Idee für kreative Ingenieure auf dem Weg zur klimaneutralen, klimaschonenden Gesellschaft. Und insofern, Koalitionen sind dann möglich, wenn man irgendwann mal wechselt, und nicht dem anderen immer nur Bullshit vorwirft, neoliberale Kackscheiße, ja. Das ist, wenn man über die Oberfläche mal wegkommt und wirklich über die Themen spricht, mit einem bisschen Bemühen darum zu verstehen, was den anderen bewegt und was seine Motive sind. Ich glaube, dann würde unsere Politik in Deutschland insgesamt konstruktiver werden. Gibt noch viele Fragen. Eine Frage ganz kurz, Boris, weil du die Message, dein Kandidat hier will die Mietpreisbremse, die Löcher stopfen, das ist seine Antwort auf das Problem am Wohnungsmarkt. Ist das auch die grüne Antwort von dir? Ich mache es mal andersrum. Ich frage Christian Lindner mit dem Wohnungsproblem, das uns in Tübingen besonders drückt, ob da die FDP ein Partner sein kann, um Marktversagen zu korrigieren. Bei wo? Beim Wohnungsbau, bei den Preisen am Wohnungsmarkt. Wir haben in Tübingen ein massives Wohnungsproblem. Und ich diagnostiziere da ganz klares Marktversagen. Das Kapital, das keine Anlagemöglichkeiten findet, geht in die attraktiven Städte, geht in Immobilien, Betongold und die Preise schießen durch die Decke. Wir kommen da mit kommunalen Instrumenten nicht gegen an. Und das führt auf Perspektive dazu, dass sich nur noch reiche Tübingen leisten können und es auch für Studierende eng wird. Und ich glaube, dass man diesen Markt wieder einbremsen muss und dass es dafür auch staatliche Regulierung braucht über das, was wir bisher hinaus haben. Ich sage jetzt nicht, Instrumentendebatte ist falsch, es muss die Mietpreisbremse sein, aber ich glaube, wir müssen an der Stelle den Markt wieder einfangen. Wenn es dafür ein Ja gibt von der FDP, das war ja die Frage, ja, ob man zusammenarbeiten kann, warum denn nicht? Genau, warum denn nicht? Also ich mache mal einen Vorschlag. Warum sagt man nicht, wenn neu gebaut wird, 30 Wohneinheiten, dass davon 10 auch in einem mittleren Preissegment liegen müssen? Deckelung. So. Aber dann kann man ja nicht sagen, es gibt generell keinen Neubau auch in einem höherpreisigen Segment mehr, weil dann lohnt sich die Investition nicht. Das heißt, wer investieren will und wer durch hochpreisige Wohnungen, Dachgeschoss, Penthouse, viel Geld, viel Rendite machen will, der muss eben dafür sorgen, dass es in den mittleren Lagen dann eben auch neue Wohnungen zu bezahlbaren Preisen gibt. So, und dann wird das eine Mischkalkulation. Gegen solche Formen des Markteingriffs haben wir überhaupt nichts einzuwenden, weil das eine kluge Rahmenbedingung ist, denn wir wollen ja keine Ghettos haben, weder für Reiche noch für Arme. Und was wir allerdings auch nicht wollen, ist, dass die Entwicklung total gebremst wird. Denn wenn es überhaupt keine Neubauten und keine Gentrifizierung gäbe, in den 60er Jahren gegeben hätte, dann hätten wir heute alle noch das Klo auf der Zwischenetage. Also ein bisschen Bewegung muss es geben. Herr Lindner, ich habe bis vor 10 Minuten alles unterschrieben,
was Jawohl. Sie gesagt haben. Bei der Mietpreisbremse und bei der Energiewende schon nicht mehr, aber ein ganz anderes Thema. Irgendwoher muss das Geld ja kommen. Nun machen die Roten ihre alten Sprüche von der Umverteilung. Ich finde, wir haben ein großes Umverteilungsphänomen, was längst gelöst werden muss, und zwar durch bestimmte Wirtschaftszweige, die ihr Geld verdienen, indem das Volk die negativen externen Effekte finanziert. Beispiel: Zigarettenindustrie. Steuern ca. 15 Milliarden, das sind Zahlen von der Bundesärztekammer. Gesamtgesellschaftliche Kosten 75 Milliarden, Differenz 60 Milliarden Euro. Diese 60 Milliarden Euro werden vom ganzen Volk, auch den Nichtrauchern, aufgebracht. Und es ist eine stolze Summe, die man hier einsetzen kann. Sie sind, wie die CDU, aus meiner Sicht, sind Sie mir nicht böse, schon immer die Zigarettenpartei gewesen. Ich weiß, Sie brauchen Parteispenden. Und ich weiß, dass die Zigarettenindustrie besonders freudig spendet. Als Arzt sage ich Ihnen, wer einem anderen eine Delle in das Auto fährt, muss für 100% dafür aufkommen. Die 140.000 vorzeitig Toten durch den Zigarettenkonsum, für die kommt niemand auf. Und das ist aus meiner Sicht keine soziale Marktwirtschaft. Und sie so, das ist nur ein Beispiel, die Zigarettenindustrie. Alkohol geht es gleich weiter. Und ein Vorschlag bitte. Da sollten Sie ein Modell machen, in dem beim Verkaufspreis ein Aufschlag erfolgt, der dann in einen Gesamttopf kommt, in einen Pool, aus dem zum Beispiel die medizinischen Kosten, aber auch Kosten von Arbeitgebern etc. Warum verbieten wir nicht einfach das Rauchen? Nein, genau diese auf. In diese, warum verbieten wir nicht auch Alkohol? Nein, in diese Falle tappe ich nicht. Wer es kaufen will, der zahlt die Kosten, die dadurch entstehen. Damit haben wir keine Hexenjagd, wir haben kein Verbot und wir haben nach wie vor die Freiheit. Ja, also herzlichen Dank für Ihre Frage. Merken Sie, wozu Sie gerade applaudiert haben? Rauchen nur für Reiche. Da haben Sie gerade applaudiert. Haben Sie gerade applaudiert? Wollen wir festhalten. Das heißt, wenn wir den Aufschlag, die vielen Milliarden, die Sie gerade genannt haben, 70 Milliarden, wenn wir das umrechnen auf die Zigarettenpackung, dann heißt das Rauchen nur für Reiche. Kann man wollen, nur ich meine, bevor man applaudiert, kurz überlegen, was bedeutet es in der Konsequenz. So, ich persönlich bin Nichtraucher. Und in der Wählerschaft der FDP ist der Anteil der Raucher vergleichsweise gering, geringer als bei anderen Parteien. Ja, ist so. Könnt Ihnen das auch genauer erklären. Von der Zigarettenindustrie bekommen wir keine Spenden. Sie sind auf dem falschen Dampfer. Und alleine schon den Zusammenhang herzustellen, dass die politische Positionierung einer Partei irgendetwas mit Spenden zu tun hätte, weise ich entschieden zurück. Entschieden zurück. Aber jetzt in der Sache, warum ich anderer Meinung bin. Es gibt Lebensrisiken, die entstehen und gegen die kann man sich nicht schützen, gibt es keine Prävention und es gibt natürlich auch eine Form der Lebensführung, die zu Kosten führt. Beispiel Rauchen. Alkohol. Extremsportart. Ist auch ein gesundheitliches Risiko, das überproportional ist. Skifahrer produzieren auf Lebenszeit mehr Kosten als ich, der ich kein Skifahrer bin, sondern mein Rudergerät zu Hause in der Wohnung bediene. Wie Frank Underwood. Ich will damit sagen. Ich will damit sagen, wenn man sozusagen alle externen Effekte, die aus der eigenen Lebensführung entstehen, bezahlen lassen wollte, dann
kommen wir in eine totalitäre Gesellschaft. Das ist eine Gesundheitsdiktatur, weil überlegen Sie mal, Sie sagen, ich bin Nichtraucher. Ich bin nicht, also man sagt, man sei Nichtraucher, weil als Raucher zahle ich höhere Krankenversicherungsbeiträge. Dann schaut der Nachbar mit dem Feldstecher rüber und sieht, der hat geraucht, den zeige ich an. Ja, das wollen Sie nicht. Also jedenfalls, wir müssen aushalten, ich bin gegen Rauchen nur für Reiche. Ich bin für gesundheitliche Aufklärung und zwar auch bei Zucker und auch bei Fett, bei Alkohol, bei Tabak, beim Skifahren, bei der Wahl der AfD. Ja, also Aufklärung. Aber dann sollen die Leute es trotzdem tun. Und wer sich damit weiter beschäftigen will, auf was das am langen Ende hinauslaufen würde, eine solche Politik, wenn man das anders macht, empfehle ich von Juli C. den Roman Corpus Delicti von vor einigen Jahren. Ist eine sozialdemokratische Bürgerrechtlerin und Juristin, die hat also dieses wie aus Tugendhaftigkeit eine Gesellschaft umschlagen kann und aus besten Motiven ein hartes Gefängnis werden kann. Ja, sind Sie eigentlich früher Raucher gewesen? Sind Sie persönlich früher Raucher gewesen? Nein. Okay. Ja. Nein, ich... Ja. Aber Sie sind total dabei, ich mag das. Ja. Ja, ich habe Ihnen das Wort im Mund nicht rumdrehen wollen. Nur die Kosten des Rauchens auf die Zigarettenschachtel aufschlagen. War doch Ihr Vorschlag. Ist das Ihr Vorschlag oder nicht? Dann ist das Rauchen nur für Reiche und da bin ich dagegen. Punkt. Ja. Müssen wir aushalten. Ich sorge mich jetzt mehr um Ihre Gesundheit, obwohl Sie nicht Raucher sind, wenn Sie weiter so engagiert sind. Bitte. Entschuldigen Sie? Entschuldigen? Ja. Entschuldigen Sie, Herr Lindner. Fangen jetzt einfach an zu reden. Wir halten das aus und bleiben Freunde. Vielleicht können Sie ja danach ja. noch. Ja, ja. Also, ich habe mir ursprünglich jetzt eine ganz schlaue Frage überlegt. Ich stelle sie jetzt nicht, stattdessen was anderes. Schauen Sie oder kennen Sie Game of Thrones? Ja, sicher. Haben Sie es gesehen? Ja, klar, die aktuelle Staffel noch nicht, ja, die jetzt gerade kommt, aber sonst alles. Okay. Ja. Ich verrate nichts, keine Sorge. Aber dann die Frage von Sie als politische Persönlichkeit, wer wären Sie? Oh. Mit wem könnten Sie sich anschließen? Also überlegen Sie doch mal, die FDP, Jon Snow, von den Toten auferstanden. Ja. Ich fürchte, wir kommen zur letzten Frage. Einige haben auch wichtige andere Termine, ich auch. Tut mir leid für alle anderen Fragen. Nehmen Sie doch vielleicht mal die Dame da oben, die ist sehr engagiert und wir haben irgendwie so eine gewisse Frauenunterbesetzung bei den Fragen gehabt. Ja, ist gut. So. Ich muss erstmal aufstehen, ich habe jetzt gar nicht mehr damit gerechnet, noch dran zu kommen. Sie waren vor einem Jahr schon mal hier in Tübingen und ich habe Ihnen die Frage gestellt, was Sie als FDP oder als Christian Lindner dafür tun würden, wenn Sie an der Macht sind oder ja, falls Sie, falls das passieren sollte, was Sie dafür tun würden, dass Männer und Frauen im Job gleichberechtigt sind. Also Sie sind mir damals die Antwort schuldig geblieben. Sie haben mich damals gefragt, in wievielten Monat ich schwanger sei und haben mich darauf hingewiesen. Das war offensichtlich, ja. Und also ich habe kein Kind. Und ich wollte Ihnen die Chance geben, diese Frage nochmal zu beantworten, weil es mich wirklich interessiert, was Sie dazu sagen wollen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die und Familie und Studium ist die entscheidende Benachteiligung von Frauen. Das ist die entscheidende Benachteiligung, dass es immer noch nicht sichergestellt ist. Und es gibt eine zweite Benachteiligung, die Rollenbilder, in die Männer gepresst werden.
weil nämlich Männer, die sich für Familienbetreuung entscheiden, am Arbeitsplatz von den Kollegen und Vorgesetzten immer noch scheel angeschaut werden. Das ist immer noch die Praxis. Und deshalb im Zweifel der Blick dann auf die Mutter fällt, längere berufliche Auszeiten in Kauf zu nehmen. So, in dem ersten kann man arbeiten. Machen wir. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sind die zuständigen Minister für die Kitas jetzt Liberale. Und an dem zweiten müssen wir alle selber gemeinsam arbeiten, die Rollenbilder in den Köpfen zu überwinden. So, ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr. Nehmen Sie es sportlich, wo ich zu scharf war. Das war nicht persönlich gemeint, sondern diente der Pflege der Raumtemperatur und war Sport. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und ja, einen schönen Sommer vor allem. Ne? Tschüss, alles Gute. Herr Lindner, nochmal vielen Dank von uns, von der liberalen Hochschulgruppe, von der ganzen Studierendenschaft, kann ich sagen. Und wir haben noch ein kleines Präsent für Sie. Sie gehen sicher verantwortungsvoll damit um. Ja.